Und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft. Bad Joke, hi und willkommen wieder zurück zu Little Adventure Time. Oh, Gadget! Ja, guten Tag, guten Tag. Holen Sie mich sofort raus. Ja, okay, willkommen beim Lidl-Bewerbungsgespräch. Freuen Sie sich ebenfalls? Was ist das hier für ein Bewerbungsgespräch? Ich bin im Knast. So nörgeln tun wir jetzt auch noch, oder was? Komm her. So, guten Tag, Sie sind also der nächste Bewerber. Ich bin etwas nervös. Ach, das ist kein Problem und ja, das ist schon kein Problem. Also, ich möchte bei eurer Firma arbeiten, weil ich den Laden sehr gut finde. Ach, schleimen tun wir also auch, oder was? Stirb! Ja, guten Tag, hi, schön, dass Sie sich auch bewerben. Ja, hi, wie geht's Ihnen denn so? Schwala, was willst du, ey, yo? Nun gut, okay. Wieso haben Sie sich denn bei Lidl Industries ganz genau bei uns beworben? Ey, Dicker, verpiss dich, Alter. Geh mir nicht auf die Nerven, ey. Ich geb dir gleich Sidekick, ey. Okay, gut. Ja, und wieso wollen Sie jetzt genau hier arbeiten? Also nur wegen dem Geld und wirklich? Alter, Digga, gleich gibt's Nase, Alter, wenn du nicht schaffst zu reden, du kleinen Hurensohn, okay, ey, yo. Gut. Hab ich dir nicht gerade eben gesagt, dass du die Fresse halten sollst? Ich geb dir gleich Sidekick links, rechts, komm hin. Sie sind eingestellt. Gustav, weißt du, wo ich mir ganz schnell Leder holen kann? Halt die Fresse, ey. Okay, also wir haben nichts im Angebot. Halt die Fresse. Von sowas. Ich hab gesagt, halt die Fresse. Okay, Halt die Fresse. Ja, dann kannst du mir mindestens sagen, wo es circa Kühe gibt, ja, damit ich Leder holen kann? Ich hab gesagt, halt die Fresse! Ja, kannst du eigentlich auch mal was anderes sagen, außer halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt du die Fresse! Ich hab gesagt, halt die Fresse! Ja, ich soll die Fresse halten, du sollst die Fresse halten! Die Fresse! Ich, nein, du! Halt die Fresse, halt die Mann! Fresse, halt die Fresse! Willst du Sidekick, Mann? Ich hab Digga, gesagt, halt die Fresse! Sidekick. Halt die Fresse! Du gehst jetzt nicht weg, bleib da, Mann! Kannst du bitte Gustav rausnehmen? Ich mag den nicht. Und was willst du machen, wenn ich das nicht mache? Wen willst du sonst gucken? Find mir mal bitte irgendeinen YouTuber, der eine Filiale in Minecraft aufbauen will. Find mir doch mal einen. Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Aldi Adventure Time. In der letzten Folge haben wir unsere Regale eingeräumt und ich würde mal sagen, da machen wir heute weiter. Kommt mal mit, liebe Freunde. Gustav, wir gehen jetzt zum Psychiater. Komm mit. Komm mit, Gustav. Komm mit. Wir gehen zum Psychiater. Komm jetzt mit, Mann. Junge, wenn die zu Griefheim C gehen, Alter, ich sag's dir, wir haben dann keine Zuschauer mehr. Los, geh da jetzt los. Komm mit, Gustav. Komm jetzt mit, Mann. Wir müssen da hin. Auf geht's. Komm mit. Hier der Psychologe Melone 44. Komm mit. Oh, hallo, Psychiater. Hier oh, hallo, mein Kumpel mitgebracht. So, hallo, Gustav. Hier, Gustav, sag ihm hallo. Halt die Fresse! Dings. Kriegen wir das hin, Doc? Das kriegen wir schon gebacken. Okay, gut. Also ich lasse ihn mal hier, ne? Viel Spaß mit ihm. Ich gehe dann mal, ne? Ihr regelt das dann zusammen, okay? Okay, ich hol dich später ab, Gustav. Okay? Ciao. Gladiator Roman, was ist nur los mit Ihnen? Ich bekomme zu viele Likes auf meine Videos. Und was ist jetzt so schlimm daran? Nun ja, immer wenn ich 3000 Likes auf ein Video mache, muss ich ein neues machen. Was? Und wo bleibt dann die Zeit für World of Warcraft? Ich muss wohl mit World of Warcraft aufhören. Ach, laber keinen Schwachsinn. Lass uns tanzen. Okay. Ihre World of Warcraft Spielzeit ist abgelaufen. Weil der liebe Gustav hat mir nämlich gesagt, per Telefon, dass ich die Fresse halten soll und ihn besuchen soll, beziehungsweise ihn abholen soll. Deswegen habe ich auch hier gleich meine Leine mitgebracht. Ergibt ja Sinn und ich würde mal sagen, wir holen jetzt einfach mal Gustav ab, weil der hat halt gesagt, jo, ich bin mit meiner Therapie fertig. Und ich denke mir so, okay, gut, dann holen wir ihn ab. Weil Gustav ist natürlich nämlich immer so ein Typ gewesen. Gustav? Gustav? Gustav! So, Gustav, also hier ist deine Aushilfe. Den feuern wir nämlich jetzt vor deinen Augen, weil den brauchen wir nicht mehr. Und ich wünsche dich eigentlich wieder willkommen, aber du siehst etwas komisch aus, Gustav. Was ist denn mit dir passiert? Erzähl mal, was ist denn passiert dort bei Doc? Ich bin eine saftige Melone. Was? Du bist eine saftige Melone? Ich bin eine saftige Was? Melone. Nein! Ich bin eine Nein. saftige Melone. Erst kein World of Warcraft. Und jetzt ich das? Ich bin eine saftige...
Yo, na, was geht ab, Lidl? Bist du ready für meinen motherfucking Diss-Track? In the hood hier in Lidl Adventure Time. Part number 13. 2014. Yeah, that's our year. Ich komme links, ich komme rechts und von überall. Auch von rechts und von links, ich bin überall. Yeah, Aldi, du hast keine Chance gegen meine Wahl. Denn ich hab zu Hause einen Wal. Yeah, Lidl-Wasser schmeckt viel besser. Es ist so grün, geruchsneutral und so cool. Yeah, außerdem gibt es hier noch ganz viel Nährstoffe wie Natrium, Magnesium und Calcium. Boom! Das war jetzt gebombt, yo. Ich gebe dir jetzt die Chance, denn du bist ein kleiner Ho-Po. Yo, ich bin fertig mit dem Dissen hier, denn du hast keine Chance, denn ich bin ein Tier. Was ich aber wirklich noch kurz sagen muss, dass vor dieser Aufnahme gab es noch einen anderen Aufnahmeversuch. Hier eine Einblendung. Ohne Spaß, was machen wir hier? Gaming, Lidl Adventures, auf der Suche nach Wasser. Junge, was soll denn der Scheiß, ey? Ohne Spaß, nur am Verrecken hier. Nie was, Alter, das ist so unnötig. Was mache ich hier überhaupt? Ich suche nach Diamanten, um eine Lidl-Wasserfüllung zu machen. Ich könnte euch theoretischerweise einfach in Game-Mode reingehen, ja? Ich könnte euch einfach alles so zeigen. Nein, ich Idiot, suche sogar danach und letztendlich sterbe ich. Was soll denn der Scheiß? Unnötig. Ich lese euch jetzt einfach mal gleich vor, was ich da geschrieben habe und blende es natürlich auch ein. Guten Tag, Lidl-Lebensmittelmarkt. Ich trinke sehr gerne ihr grünes Saskia Stillwasser und wollte nachfragen, ob es möglich ist, von euch gesponsert zu werden. Und ihr glaubt es nicht, was die geantwortet haben. Hallo Arazu, schön, dass dir unser Wasser schmeckt. Leider kann ich die, oh, da ist ein Zombie, der kommt aber nicht her. Schön, dass dir unser Wasser schmeckt. Leider kann ich die Entscheidung bezüglich einem Sponsoring nicht treffen und dir zeitnah ein Feedback geben zu können. Ja, bitte ich dich, das Filialkontaktformular auszufüllen. Blablabla, der Link. Im Anschluss wird sich der Fachbereich direkt mit dir in Verbindung setzen. Ich kann mich einfach mit Lidl Wasser sponsern lassen. Das ist das Dämlichste, was es überhaupt nur gibt. Weißt du, ihr müsst euch das einfach vorstellen. Neue Lieferung. Genau. So müsst ihr euch das einfach vorstellen. Oh Gott. Da. Lidl-Wasser. Wir haben es. Wir trinken es. Oh, wir können es nicht trinken, weil wir gerade keinen Hunger haben. Moment, wir müssen Hunger haben. Warte, wir müssen hier rumspringen. Und jetzt, pass auf. Es wird so geil. Wir trinken es. Ja, wir gucken. Wir trinken es. Okay, auf jeden Fall. Und wir können jetzt alles machen. Lidl-Wasser, ja, wir können in Lava baden. Wir können alles. Wir können jetzt alles mit Lidl-Wasser. Guckt euch das an. Wir haben so viel Speed, wir sind unsterblich. Wir haben Lidl-Wasser. Das ist das Geilste, was es überhaupt nur gibt. Bam. Es kann passieren, was sie wolle, ja. Es kann einfach alles passieren. Wir sind einfach unsterblich. Wir können übelst hoch springen. Guckt euch das an. Alter, übelst geil. Warte, lass uns noch ein bisschen hoch springen. Warte. Und ja, oh, das Lidl-Wasser wirkt nicht mehr. Und jetzt zeige ich euch den Arazu HD Gay Spawner. Ja, das ist ein Boss, der einfach nichts macht. Der ist einfach nur da und schlägt dich mit seiner Hand. Ja, jetzt pass auf, ich zeige ihn euch. Das ist der Arazu HD Gay. Der schlägt euch einfach nur. Und es passiert nichts. Also seht ihr das? Es passiert einfach nichts. Er läuft langsam, ja. Er schlägt euch einfach nur und es passiert nichts. Dann kann man mit dem RSID-Stab Dirt-Penisse spawnen. Guckt euch das an! Man kann sich einfach Dirt-Penisse bauen. Ja, einfach, du hast Rechtsklick mit diesem Stab und es entsteht einfach vor dir ein Dirt-Penis. Aua. Und zwar haben wir ja zum Glück, wie in letzter Folge, nochmal Obsidian und Diamond gefunden. Oh mein Gott! Es regnet aus unerklärlichen Gründen Diamanten und Obsidian. Genau das, was wir gebraucht haben. Ja! Hier, ihr könnt euch daran nicht erinnern. Doch, doch, das ist passiert. Keine Angst. Oh, da ist Lava. Wir könnten aber den Sprung, glaube ich, wagen. Ich glaube, das schaffen wir. Ja, doch. Warte. Ich glaube, mit einem Leben oder so überleben wir. Ja! Ich hab's gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ich bin gut im Schätzen. Ein paar Sekunden später. So. Davon haben wir jetzt diesen... 12 Sekunden später. Roman hat keinen Bock mehr zu farmen und er cheatet sich letztendlich alles und tut so, als hätte er es erfarmt.
So Leute, wir haben jetzt noch ein bisschen Dings, ein bisschen was gesammelt an Ohren. Wir haben jetzt insgesamt 28 Onyx-Ohr, ja, 4 Firet-Ohr, habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen. Und 25 Malachit-Ohr, das war jetzt das Hauptsächliche. So, und da wir unsere Lidl-Wasserflasche haben, müssen wir sie natürlich genüsslich trinken. Genüssliches Trinken geht so. Oh yeah, ich fühle mich super stark, super fein und super mega cool, ja? Also als erstes brauchen wir dafür dunkelblaue Wolle. Wie kriegen wir die denn nur? Voll komisch. Wir müssen vielleicht... Oh, was ein Glück! Blaue Wolle! Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Mann, der Minecraft-Gott hat's echt heute gut mit uns, ne? So, das ist genau die Menge, die wir gebraucht haben. Ich weiß nicht, wer sie da hingelegt hat, beziehungsweise wieso das dort gespawnt ist. Nein, nein, nein. Nein, nicht Netto. Wir sind hier nicht bei Netto. Nein, auch nicht bei Rewe. Wir sind... Nein, nein, nein. Oh! Man muss auch beachten, dass ein gemütlicher Abend sich sehr schnell in eine Party, in eine Hausparty verwandeln kann. Das kann ich relativ gut beweisen, denn es gibt manche Freunde, die reagieren so, wenn man sie auf einen gemütlichen Abend einlädt. Hey yo, ich hab mir überlegt, mal einen kleinen gemütlichen Abend bei mir zu Hause zu machen. Du weißt schon, Milch trinken, Poker spielen, bisschen Fernsehen gucken, so zusammen, yo man. Yo Alter, Roman macht Party zu Hause, lad jeden ein, den du kennst, Alter, Party bei Roman, Party! Bin ich behindert? Ich bin behindert. Deswegen bin ich auch auf der Gamescom, hier auf der Rocket-Bühne, ja? Oh nein! Ich höre gerade, das Gewinnspiel gerade auf der Rocket-Bühne geht los. Das heißt, gleich gibt's T-Shirts und so. Oh mein Gott, bis gleich, Leute. Hallo Gamescom-Besucher, Karlsruhe. Was geht, meine Freunde? Willkommen auf der Rocket-Bühnenshow. Hier mit eurem Moderator. Alles in Ordnung. Heute gibt's ganz viel zu gewinnen. Hier eine Maus mit Firm. Hier, nimm. Kein Problem, wir sind hier bei Rocket. Rocket, der will T-Shirts! T-Shirts, Alter! T-Shirts! Hier, T-Shirts! T-Shirts, hab ich gesagt! Hier hast du T-Shirt! Oh mein Gott! Alter, mein Bildschirm! Scheiße! Wie heißt der Intro-Song? The Root Sandstorm. Wie heißt der Outro-Song? The Root Sandstorm. Kann mir mal bitte jemand sagen, wie das Hintergrundlied bei Minute 4 Sekunde 6 heißt? Und nein, es ist nicht The Root Sandstorm. The Root Sandstorm. Dicke Schwalle, Karlsruhe 44 ist bei dir eingebrochen. Tatsächlich ist Karlsruhe 44 bei mir zu Hause eingebrochen. Außerdem hat er mir mein Wasser geklaut. Gib mir mein Wasser wieder, du Penner. Mega gut geschauspielert. Mega gut. Okay, schnell! Alles stehen! Alles stehen! Alles stehen! Alles Lidl! Alles in den Bändchen! Los, go! Go! Alles stehen! Alles stehen! Alles stehen! Alles schnell! Alles stehen! Go! Hier! Alles stehen! Mit Lidlwasser! Go! Go! Okay! Schnell! Und go! Los! Du griefst kleinen Kindern, die viel jünger sind als du, die Server! Naja, eigentlich schon, ja! Du denkst, du bist groß und stark. Naja, ich würde jetzt nicht sagen 44er, aber schon 50er. Kann schon sein, ja doch. Wenn ich dich irgendwann mal treffe, dann wirst du sehen, was du bekommst. Dann kannst du mal zeigen, ob du Eier hast. Naja, also... Überleg doch mal, wenn du selber Kinder hast und wenn der ihr Minecraft-Server gegrieft wird, wie die sich dann fühlen. Was, du hast jemanden, den du erst seit 2 Minuten kennst, deine kompletten Serverrechte überlassen und der hat dann deinen kompletten Server in Minecraft kaputt gemacht? Wir schreiben dich gleich in die Baumschule ein. Ey yo, Aristo, du wirst immer kindischer, ey. Ich werde kindischer? Bananen sind auch ganz toll. Die nehmt ihr so auf, bam, und dann macht ihr sie so auf und dann sind die vegan und frisch. Hey Leute, ich bin's, SpongeBob! Guten Tag, mein Name ist Dr. Professor Dr. Dr. Fox. Ich werde kindischer? Wenn jemand ein Best aufschneidet, das hier muss rein, weil ich einfach der King bin in Craft, ja? Kohle, bitte sei richtig. Grünes Ingot, ich wette, es ist falsch herum. Ja, es ist falsch herum, weil ich einfach der King bin in Craft, ja? Und zwar haben wir jetzt unseren ersten Kunden, der hier so im Lidl gerade so ein bisschen rumspaziert. Er redet zwar nicht viel, er hat eigentlich nur gelbe Augen, aber scheint ein ganz netter Kerl zu sein. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir nennen ihn gleich mal um. Wir holen uns gleich einen Name-Tag. Hupsa, wir haben natürlich einen dabei. Ich wusste nicht, wie das passieren kann, aber wir haben wahrscheinlich mal wieder sehr viel Glück. Sag mal, verkaufst du gerade Sachen in meinem Lidl?
was du... So, jetzt bist du geruchsneutral. Hi, geruchsneutral. Aber was ich nicht gut finde von ihm, er verkauft Sachen in meinem Laden. Ja, gut. Das ist eigentlich, würde ich sagen, dass du Diebstahl begehst, indem du meine Kunden sozusagen dazu bringst, bei dir einzukaufen statt bei mir. Aber daher, dass hier noch keiner einkauft außer du, geht das noch klar, geruchsneutral. Also mach dich bereit zu sterben. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. So, dann das hier alles einsammeln. So, so. So, nein. Weil ich einfach der King bin im Craften, ja? Und ihr wisst ja, Little Adventure Times ist nicht einfach so. Hallo und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Survival Games. Digga! Wow, Digga, das geht voll ab, Alter. Was geht hier ab? Alter Vater, ist das interessant. Yo, Digga, dieses Video ist so aufwendig zu gestalten. Boah, geht das ab? Digga, harter Kampf. Harter Kampf. Digga, war das ein harter Kampf. Dafür brauche ich Lidl-Ohr. Oh nein, haben wir das gerade da? Oh, ich stolpere die Treppe. Oh Mann, mich hat's gerade von der Treppe gestoßen. Das heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich ein Knie gebrochen oder so, oder zwei. Aber wenn wir in unser... Oh, wir haben während dem Treppenflug wahrscheinlich ein paar Brocken da auf dem Boden aufgehoben und haben jetzt tatsächlich einen Stack grünes Ohr dazu bekommen. Das heißt, wir müssen doch nicht farmen gehen. Geruchsnotra, wie geht es dir denn heute? Ich heiße nicht geruchslos. Wir stellen jetzt sozusagen hier Steinblöcke. Das heißt, wir chillen hier durch. Ja, können uns jetzt sozusagen ein bisschen hier fortbewegen. Bisschen am Chillen, am Nillen. Ihr wisst, was ich meine, yo. Und dann könnt ihr hier... Oh mein!